Ja, das ist eine sehr adlige Frisur, damals sehr in. In diesem Spiel ist es auch nicht so, dass man als Vampir, wenn man in die Sonne geht, direkt stirbt. Man fängt nur an zu brennen und stirbt dann langsam. Ich habe mein Lager neben einem Steingolem aufgebaut. Ja. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Spiel, V-Rising dieses Mal. Wir tauchen in die Welt der Vampire ein und ja, können wir auch direkt mal anfangen. Die Welt heißt natürlich wie immer Dixis Döner. Dönerhof. Ja, und das Erste, was wir auch machen müssen, ist natürlich unseren Vampir erstellen. Way. Dadurch können wir, ja, dabei können wir uns eine Reihe an untoten Hauttönen aussuchen, die alle, ja, toter aussehen als der nächste oder der vorherige. Die Gesichtszüge sehen etwas komikhaft aus. Können wir auch noch eine Eye Color festlegen. Aber ich finde, nichts passt ja so gut wie rote Augen. Von daher ist die Standardvariante schon ganz gut. Hairstyle, ja, eine Glatze wollen wir nicht haben. Oh ja. Wir gehören dem adligen Geschlecht an, wie ich sehe, zumindest nach manchen Frisuren zu urteilen. Ja, das ist eine sehr adlige Frisur, damals sehr in. Elsa hat ihre Zöpfe anscheinend nicht ganz richtig festgebunden. Die schauen ein bisschen nach vorne. Gut, gibt es noch einen helleren Hautton? Ah, nehmen wir einfach mal so ein hellblau. Wenn man tot ist, läuft man ja auch blau an. Gut. Unser Name ist natürlich Lixis. Und wir wachen auf in unserem Sarg. Press Space to wake up. Ich glaube, ich muss den Game Sound etwas lauter stellen. Ah, Sekunde mal. Machen wir auch hier mal unsere iTunes-Musik aus. Ja, hier sind wir dann auch in der Welt von V-Rising. Wir haben verschiedene Fähigkeiten. Boxen. Gibt direkt ein bisschen Holz, wenn wir ein paar Kronleuchter kaputt haben. Wer zur Hölle füllt diese Dinger dann eigentlich mit Holz, was dann auch noch blau brennt? In einer Gruft, wo Vampire entstehen. Es muss ja auch besonderes Holz sein, aber wir bezeichnen es einfach als Holz. Gut, wir sehen auch hier oben links, okay, ich sehe es, ihr seht es nicht. Oben links von meiner Kamera verdeckt, ist eine Quest. Und die sagt, wir sollen, ja, 30 Knochen einsammeln, wovon wir schon 20 haben. 25. Und hier haben wir, oh, einen Edelstein in einer Gruft. Ich stelle mir das auch so einfach so vor. Es ist ja ein Sarg. Hier liegen wahrscheinlich ein paar Leichen drin. Also, oder was heißt ein paar? Eine Leiche. Und wir gehen also hin. Ja, 10 Knochen. Nicht so ein Skelett. Nein, es sind 10 Knochen. Gut, damit haben wir auch die Quest abgeschlossen. Das Claim, das könnt ihr sogar sehen. Plopp. Und damit schalten wir direkt die nächste Quest frei, was heißt Craft the Sword. Und dann sollen wir drei Gegner töten mit unserem neu gecrafteten Sword. Das Skelett kann es gar nicht erwarten, von unserem neuen Schwert getötet zu werden. Oh. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen die Tasten herauszufinden. Weil wir haben hier unten ja verschiedene Zauber. Das Leertaste ist anscheinend so ein kleiner Sprint. C ist ein Counter. Und R ist so ein Zauber. Und da wir ja Vampire sind, wir brauchen natürlich Blut. Ja, unsere Blutqualität ist im Moment 0%. Wir haben halt noch nicht so gutes Blut. Deswegen können wir auch schöne Ratte essen. Dadurch füllt sich unser Blutpool ein wenig auf. Und können auch noch eine essen. Und ja, unsere Blutqualität würde im Normalfall auf 0% sinken, wenn wir denn nur welche hätten. Ich finde das auch interessant, so wir kommen hier hin, haben so ein Knochenschwert gebastelt und zerlegen damit einfach Eisenzäune. Entweder sind diese ziemlich morsch oder wir sind nur ziemlich stark. Ich schließe beides nicht aus. Morsch ist auch so ein Begriff für Eisenzäune. Das ist sie sind eher rostig als morsch, aber ja, jeder weiß ja, was ich meine. So, und jetzt können wir uns entscheiden, ob wir in den Westen der, ja, der Holzes gehen, wie man so schön sagt, Woods, des Waldes natürlich, oder in den Osten.
Ich kenne den Westen schon ein wenig. Ich habe schon ein wenig gespielt, wie man vielleicht auch hört. Deswegen gehe ich mal in den Osten. Grundsätzlich ist es, glaube ich, gut, möglichst mittig sich zu platzieren. Wenn man denn einen Platz findet, weil man muss sowieso überall hin im Laufe der Zeit. So, hier finden wir jetzt aber auch Rehe und andere Tiere, die wir töten können. Und wir können hier zum Beispiel fieden am Reh. Denn Rehe haben Blut, anders als Skelette. Wer hätte es gedacht? Und können damit unsere Blutqualität verbessern. Way! 6% ist jetzt natürlich nicht so viel. Aber in erster Linie ging es natürlich auch darum, dass wir ja, die Animal Hide bekommen. Und 6% ist immer noch besser als 0% Blutqualität. Deswegen nehmen wir es einfach mal mit. Das Level wird auch tatsächlich von dem Equipment bestimmt, wie man jetzt hier sieht. Ich ziehe gleich das an, sobald es fertig gecraftet ist und habe dann ein Level ab. Weil die Boots waren das jetzt, glaube ich. Stiefel gaben mir nämlich ein Level. Deswegen ist es wichtig, sein Equipment aufzustocken, weil Level sind in diesem Spiel tatsächlich sehr wichtig. Und da haben wir einen Wolf mit 8% Blood Quality. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oder der Vampir. Neben der Blutqualität gibt es auch noch ein ja, anderes Merkmal bezüglich des Blutes. Und zwar den Blood Type. Also das waren unsere drei Bäume. Wie man hier sieht, steht oben rechts in der Ecke von diesem kleinen Fenster, das aufgeploppt ist, Blood Type Creature. Das liegt natürlich daran, dass wir jetzt als letztes einen Wolf gefeedet haben. Ich glaube, das Reh war vorher auch Creature. Ergibt hier auch Sinn. Und ja, dieses Blood Type gibt uns verschiedene Boni. Und je nachdem, wie gut es ist, gibt es uns auch mehr Boni. Von daher sollte man immer darauf achten, je nachdem, was man macht, dass man den entsprechenden Blood Type hat, wenn es sich denn anbietet. Der ist Lydia. Chaos Archer. Den möchte ich, glaube ich, nicht in die Quere kommen, weil der hat Totenkopf-Level. Oder sie, er. Ist ja Lydia. Das könnte ziemlich böse für uns enden. Aua, der scheiß Bär. Lass mich doch Steine kaputt hauen. Aua, okay. Ganz ruhig, es ist ja dein Stein. Also, er hat ihn wirklich kaputt gehauen. Es hat für mich nicht gezählt. Verdammt, vermisst. So, damit haben wir auch die Steine abgeschlossen. Und hier ist Kupfer. Aber mein Attack-Level ist so low. So ein Mist. Ja, und jetzt ist unsere Aufgabe, ein Castle Hard zu errichten und unsere Grenzen zu erweitern. Also im Endeffekt. Oh, die Sonne geht auf. Aber wir sind im Schatten, es ist alles gut. In diesem Spiel ist es auch nicht so, dass man als Vampir, wenn man in die Sonne geht, direkt stirbt. Man fängt nur an zu brennen und stirbt dann langsam. Ich würde einfach mal sagen, diese Stelle oder vielleicht hier oben auf dem Berg. Wenn da oben auf dem Berg kein anderes Lager ist. Das ist der Alpha-Wolf, der ist aber fast tot. Den schnappe ich mir. Das ist nämlich auch noch ein Clou von dem Spiel. Ja, Gegner, in Anführungszeichen Gegner, bekämpfen sich auch gegenseitig. Also unsere Gegner, wie zum Beispiel Menschen mit den Wölfen. Und den Alpha-Wolf zu töten, war tatsächlich eine Quest. Und das war jetzt ganz praktisch, dass ich das nämlich, ja, dass ich dem über den Weg gelaufen bin, weil das ist nämlich auch der erste Boss, den man töten muss. Die Bosse, die laufen hier auch einfach so rum, so wie alles andere auch. Also es gibt auch Bosse, die an gewissen Stellen bleiben, aber viele laufen halt auch einfach so durch die Gegend. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich meine, hier stehen ja schon so Ruinen. Ich glaube aber, die kann man nicht. Kann man die abbauen? Die kann man abbauen. Das ist sehr gut. Das heißt, hier oben kommt der Ort hin, wo ich mein Schloss hinbaue. Es ist tatsächlich auch so, alles, was man abbaut, also Bäume oder Steine oder sonst was, wächst nach. Es sei denn, es steht in einem eigenen Gebiet. Dann wächst es nicht nach.
Ja, auch doof, wenn man auf einmal in seiner Eingangshalle so einen Baum stehen hätte oder so. Ich weiß nicht genau, wie das mit Ruinen aussieht. Ich würde mal vermuten, die wachsen auch nach, wenn man das so nennen kann. So, hier haben wir unser Crafting-Menü. Das Castleheart kommt auch genau hier in die Mitte oder ungefähr in die Mitte von diesem kleinen Berg, was man hier oben auf der Minimap sieht. Soll ja schön aussehen. Und dann sollen wir noch ein bisschen unser Gebiet erweitern. So, jetzt müssen wir das Castleheart mit Blut füttern. Ansonsten wird hier nämlich alles zerfallen. Das ist ein wenig wie bei Rust ist das, glaube ich. Also eigentlich kann man das Spiel sehr wie ein Rust aus einer Vogelperspektive bezeichnen. So, auf J blinkt auch schon ganz neu, haben wir eine neue Fähigkeit freigeschaltet. Nämlich das Wolfsblut. Ich habe hier auch noch so einen schönen Skin, weil ich praktisch die DLC habe. Als nächstes sollen wir Palisaden bauen und einen Wooden Coffin sowie einen Wooden Stash. Palisaden schützen uns. Ist halt nur noch ein bisschen was im Weg. Ja, ich räume mal ein bisschen frei hier. Oh Gott. Das ist so das Problem, wenn man Bäume weghaut und seinen eigenen Schatten wegmacht. Dann, ja. Fängt man ganz schnell an zu brennen. So, und damit ist auch unser Gebiet hier geklärt drumherum. Und dann bauen wir mal ein paar Wände. Tada! Okay, ich habe eine Sache nur vergessen. Ich habe mich nämlich ein wenig eingebaut. Vielleicht hätte ich eine Tür einbauen sollen. Sekunde kurz. So. Fehler behoben. Wir haben jetzt eine Tür, die wir auch auf und zu machen können. Dann brauchen wir noch einen Wooden Coffin und einen Wooden Stash. Unsere Behausung ist jetzt sehr provisorisch. Aber ich habe schon einen Plan, wie ich das demnächst erweitern werde hier. So, und die Sache bei diesem Spiel ist auf jeden Fall, so viel weiß ich schon. Wir brauchen einen, im Endeffekt hinter einen Raum für jede Kategorie an vom Crafting her. Also es gibt einen Workshop-Raum, einen Smithing-Raum, einen Schlafraum, sowas halt alles, was praktisch Vorteile gegenüber dem entsprechenden Crafting bietet. Von daher habe ich mir schon so ein Layout zurechtgelegt. Das Castleheart soll halt in der Mitte sein, dann ist das Herz. ja, und der Plan wäre jetzt, von hier an in jede Richtung eine Tür zu machen. Und da dann die entsprechenden Räume anzulegen. Das wäre jetzt für den Anfang nicht unbedingt nötig. Ja, ich glaube, ich mache das dann später. Dann bauen wir erstmal eine Sawmill. Dafür brauchen wir mehr Holz. Habe ich hier was in die Kiste getan oder? Nee, das heißt, wir müssen noch ein bisschen farmen. Das. Okay. Ich habe mein Lager neben einem Steingolem aufgebaut. Gut. Oh, ein Wolf mit 46%iger Blutqualität. Den schnappen wir uns doch. Ja, und jetzt sehen wir auch, dass, das Blut sieht schon ein bisschen reiner aus. Und ja, wir kriegen noch ein paar zusätzliche Boni, wie 10 bis 25% Increased Sun Resistance. Und bei dem Wert wahrscheinlich eher so 11 oder 12. darf ich einmal kurz das Holz hier mitnehmen? Oh, das nehme ich hier auch alles gerne mit. Dankeschön. Tschüss. Oh Gott. Ich war niemals da. Ja, die Sawmill hat auch schön die Bretter hergestellt. Genau. Jetzt kann ich eine Workbench craften. Und hier kann ich jetzt neues Equipment craften. Yay. So, und jetzt, nachdem ich das ganze Equipment angezogen habe, bin ich auch Level 17. Nice. Ich glaube, neue Waffen konnte ich hier auch craften, oder? Ja, Reinforced Bone Sword. Dafür brauche ich aber noch mehr Planks. Und wie es der Zufall will, hat die auch genau
richtig viele hergestellt. Zumindest um das Schwert abzugraden. Ich sollte aber wahrscheinlich auch noch, Sonne! Ab in den Schatten. Ich sollte aber wahrscheinlich auch noch meine Axt und meine Mace upgraden. Ich weiß nicht so richtig, was das Upgraden der Axt bringt. Weil ich habe bisher noch nichts gefunden an Bäumen, das ich nicht zerhacken kann. Bei Steinen weiß ich, es gibt halt Kupfererz und es gibt Steine mit Mineralien drin und hinterher auch noch höhere Erze, dass man. Und dafür braucht man eben den upgegradeten Mace. Das haben wir auch schon gerade gesehen, als da stand Attack Level zu low, als ich das Kupfererz abfarmen wollte. Aber, ja, die Axt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich meine, man kann mit der Axt auch kämpfen, man kann mit dem Mace auch kämpfen, aber meistens nehme ich das Schwert, weil es halt am effektivsten ist. Schnellere Angriffe und sowas. Aber vielleicht ist es halt auch einfach bevorzugter Spielstil.